Da viele Leute danach verlangen und da der Kanalname auch irgendwie Minecraft Monkeys heißt, werde ich jetzt eine kleine Serie starten, parallel zu der DTIC-Serie. Und zwar eine erweiterte Alu in Minecraft bauen, mit mehr Operationen und komplizierteren Operationen. Wie ihr das gewohnt sein solltet, werde ich euch Einzelteile liefern und diese erklären und nicht 1:1 Vorgaben liefern, wie ihr das hier in 20 mal größerer Form in eine Alu einbauen könnt, die ihr auch richtig ansteuern könnt und bla, und die euch immer das richtige Ergebnis liefert. Nein, das liegt an euch. Ich werde euch hier die Einzelteile liefern und erklären. Ja. Was seht ihr hier? Das ist ein Bitshifter. Ziemlich wichtige Operation, vor allem auch für SIMD. Also für Single Instruction Multiple Data Befehle in echt. Kann man halt Datenpakete machen. Dazu werde ich vielleicht in einem anderen Video mal kommen, wie man sowas umsetzt. SIMD, Single Instruction Multiple Data. Jedenfalls, was ist BitShift? Bitte ist angemerkt, dass dieses ganze Ding gestern Nacht entstanden ist, als mein Gehirn nicht mehr die beste Leistungsaufnahme hatte und ich deswegen unter anderem das Bauteil hinten ziemlich unordentlich gemacht habe. Ich werde es euch erklären können, aber es sieht nicht sonderlich toll aus. Wird kein Schönheitswettbewerb gewinnen. Und dass ich die Bits vertauscht habe. Also 1 ist hier und nicht hier. Und 8 ist hier und nicht hier. Also eigentlich sind die Least Significant Bit und der Most Significant Bit einmal vertauscht und die ganzen Bits dazwischen natürlich auch. Eigentlich wäre es 1, 2, 4, 8 und nicht 8, 4, 2, 1. Hat auch zur Folge, dass es die Shift rechts bei uns dasselbe ist wie in echt Shift links und Shift links bei uns dasselbe ist wie in echt Shift rechts. Weil einfach die Bits andersrum sind, genauso wie im Output hier. Das kriegt ihr aber, glaube ich, hin, da umzudenken. Das ist nicht sonderlich schwer. Wenn nicht, könnt ihr einfach nachfragen, kein Problem. Bisschen leise. So. Ja. Wenn wir 4 nach rechts shiften, wird es zu 8. Einfach die ganze Bitfolge, die hier ist, um ihre mehr oder weniger Wertigkeit nach rechts shiften. Sprich, da ist 0, wird nach rechts geschiftet, bleibt 0. Da ist 1, wird nach rechts geschiftet, der rechte Bit, die 8 ist 1. Nach links shiften wäre 4 eine 2. Hooray! Selbe gilt auch für mehrere Bits, also 6 nach links geschiftet wird zu 3. Und nach rechts geschiftet wird 6 zu 12. Das kommt, wie ihr vielleicht merkt, dem bei uns rechts shiften, in echt links shiften. Ich gehe jetzt einfach mal von uns aus, ja. Von uns kommt rechts shiften dem Verdoppeln gleich und links shiften dem Halbieren. Na, so geht ja gar nicht mehr. Zack. Wir brauchen nichts weiter als ein paar süße kleine Endgates. Bei 4-Bit brauchen wir, ja, und die Kontrolllogik. Bei 4-Bit brauchen wir 6 Endgates und die werden mitsamt der Kontrolllogik alle gleich angesprochen. Der komische Schnitt war, weil Minecraft da und abdampft. Jedenfalls versuche ich wieder aufzufassen. Okay, wir wissen jetzt, was Shiften ist. Wenn nicht, könnt ihr in die Beschreibung schauen oder mich fragen. Wie man sowas baut, seht ihr hier. Die Kontrolllogik, also Shift rechts oder Shift links, ist ja bei uns ein Switch. 0 ist Shift rechts und 1 ist Shift links. Ist ziemlich simpel umzusetzen. Wir haben 6 Endgates und in jeden rechten Input des Endgates von vorne aus gesehen kommt die Kontrolllogik. Einmal uninvertiert, einmal invertiert, einmal uninvertiert, einmal invertiert, einmal uninvertiert, einmal invertiert. Soweit verstanden? Ja, denk schon. Sprich, Kontrolllogik besetzt schon mal die Hälfte der gesamten Inputs der Endgates. Ist doch schon mal ziemlich simpel. Jetzt haben wir noch 4 Bits. Der erste hier geht ganz normal in den linken Input des letzten Endgates. Der achte hier geht ganz normal in den... Der achte Input geht ganz normal in den linken Input des ersten Endgates. Bit Nummer 2 geht in den linken Input von dem vorletzten und dem vorvorletzten. Und Bit 4 geht... Also Bit mit der Wertigkeit 4 ist eigentlich der dritte Bit oder der zweite, wenn man bei 0 anfängt. Geht in den linken des zweiten und des dritten. Haben wir die ganzen Inputs schon mal belegt. Ich habe ein Schaltbild von der von einer Informatikschule gefunden, die es übrigens genauso gemacht hat. Mit denselben invertierten Bits. Ziemlich praktisch, da müsst ihr überhaupt nicht umdenken, weil das Schaltbild ist genauso
aufgebaut wie das hier. Also wenn ihr es nochmal anschauen wollt oder meine Erklärung euch zu schwammig ist, dann guckt einfach mal in die Beschreibung, da ist ein Link zu einem Bild. Oder ich blende es ein, wenn ich es hinkriege. Dann könnt ihr einfach auf Pause drücken und das nachbauen. So, diese roten Blöcke, die Outputs der roten Pfeiler, sind stinknormal die Outputs von 1 und 8. Also das zweite Endgate ist hier Output für den 8. Bit. Ohne weiteres einfach der Output für den 8. Bit. Und das erste ist stinknormal der Output für den 1. Bit. Haben wir die schon mal hingekriegt, ne? So, dann müssen wir noch die anderen zwei odern. Sprich, das erste wird mit dem 2-3-4. Geodert. Sprich, diese Outputs werden hier hinten irgendwo zusammengeführt. Ne, die werden hier zusammengeführt, hier, direkt hier. 1 zusammengeführt mit dem 4. Und dasselbe gilt fürs Blaue. Das dritte wird mit dem letzten geodert und ergibt dann den Output Nummer 2. Das grüne ergibt den Output Nummer 4. Ja, so viel dazu. Zusammenfassung, Kontrolllogik geht in die rechten Inputs von jedem Endgate. Einmal immer im Abstand invertiert, uninvertiert, invertiert, uninvertiert, invertiert, uninvertiert. Nee, uninvertiert, invertiert, uninvertiert, invertiert, uninvertiert, invertiert, so rum. 1 und 8 gehen in die äußersten Endgates, 2 und 4 gehen in die 2 in dem Fall in die vorletzten beiden, also vorletzte, vorvorletzte und 4 in das zweite und das dritte. Das zweite Endgate ist direkt die 8, das vorletzte Endgate ist direkt die 1 und wir müssen das letzte und das dritte odern, um Bit Nummer 2 zu bekommen am Output. Und wir müssen das erste und das vierte odern, um Bit Nummer 4 zu bekommen. Schaltbild dazu in der Beschreibung. Mit derselben, komischerweise derselben 1, 2, 4, 8 und nicht 1. 1, 2, 4, 8 und nicht 8, 4, 2, 1. Und sowas von der Informatikschule. Ja, aber wie gesagt, man kann es eigentlich machen, wie man will. Ist halt nur Standard, dass der Most Significant Bit links steht und nicht rechts. So, wenn ihr noch Fragen habt, in die Beschreibung oder das Video nochmal angucken oder mir einen Kommentar schreiben, eine Nachricht, wie auch immer. Viel Spaß beim Nachbauen. Zum Schluss, wie kann man hinkriegen, dass man zweimal shiftet oder viermal? Das ist ziemlich simpel. Ihr müsst einfach so oft, wie ihr shiften wollt oder könnt, einfach die ganze Schaltung hintereinander setzen und einfach mit einem Multiplexer oder einer Output-Auffangstation für verlorene Outputs Flachwitz, Wortwitz, müsst ihr dann die Outputs abzapfen und einfach hier hinbringen. Sprich, ihr macht Shift rechts und zwar zweimal und dann wird einfach beim zweiten Output abgezapft und hierher gebracht. Dasselbe gilt für 287 mal. Wird nur etwas groß. Aber ich bin sicher, man kriegt es hin, noch viel, viel kleiner zu bauen, als ich das jetzt gemacht habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt gerne Bewertung abgeben oder Kritik oder was auch immer. Wie ihr wollt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ganz zum Schluss, ich habe vergessen, etwas anzumerken. Und zwar beim Bit-Shiften, was passiert eigentlich, wenn wir die 8 nach rechts shiften? Ihr seht schon, gar nichts. Das ist beim Shiften, also 0001, einmal nach rechts ist 0000. Der Bit hier fliegt einfach ins Nirvana. Dasselbe gilt für 1 nach links shiften. Auch weg. Es gibt eine Möglichkeit, die nennt man Rotieren. Die sind aber auch in echt getrennt, die beiden Operationen, Shiften und Rotieren. Es gibt Rotieren nach rechts und Rotieren nach links, da gehen die Bits, die jeweils rechts oder links rausfliegen, am anderen Ende wieder rein. Also wenn der rausfliegt beim Rechtsrotieren, kommt der hier wieder rein. Und das als Anmerkung. Ciao.